So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Mittwoch. Heute ist Mittwoch, den 17. November 2021. Gemeinsam mit Marc jetzt wollen wir uns einen Blick auf den Markt gönnen und auf die jüngsten Entwicklungen, die wir dort zu sehen bekommen haben. Gestern Retail-Sales-Zahlen aus den USA, die deutlich über der Erwartung lagen. Sehr interessant dahingehend, weil wir haben ja, ich glaube, das war die Uni Michigan letzte Woche Freitag, glaube ich, hatten wir eigentlich ein, ich weiß gar nicht, Dekadentief, glaube ich, gesehen oder sowas. Da können wir gleich mal einen Blick drauf werfen. Ich habe das nur so peripher mitverfolgt eben tatsächlich. Aber interessant ist in dieser Konstellation, dass eben die Einzelhandelsumsätze trotz eben dieses sich einträumenden Verbrauchervertrauens deutlich bullisches Momentum aufgenommen haben. Es hat zum Spike in Zinsen geführt. Es hat auch sicherlich seinen Teil dazu vielleicht sogar beigetragen, dass Gold, Silber dann in den Abend hinein doch stärkeren Abgabedruck gesehen haben. Wir haben jetzt auch relativ klare Level, also eigentlich gar nicht so schlecht zusammen. Ich habe eine Position in Gold, ich habe eine Position in Silber aktuell und ich habe natürlich diesen Pull-in so ein bisschen mit, naja, Argwohn ist das falsche Wort, das ist nicht dramatisch gewesen jetzt, aber nichtsdestotrotz natürlich willst du sehen, dass der Markt eigentlich relativ zügig dir ein Feedback gibt, beziehungsweise dass dieser Follow-Through, schau mal ganz kurz hier, Morgan Traders in die Chatbox, dass dieser relativ zügig erfolgt, auch im Hinblick auf den Umstand, dass ich ja schon einen Bruch höher da thematisiert hatte gestern im Morning Meeting, wo ich sagte 1870 roundabout, ein Break höher, das wäre dann eigentlich so die Initialzündung für den potenziellen Run in Richtung der 1900er Region. Ja, und den hat es zwar kurz gegeben, diesen Spritzer, aber das sah dann so ein bisschen nach Fishout aus. Also Fishout im Sinne von, wir haben dann eben einen entsprechenden Rücksetzer zu sehen bekommen, der uns in Richtung dann nochmal der 1850er Region geführt hat. Und ich bin nicht ausgestopft worden aus dem Trade. Wir sehen auch aktuell wieder ein leichtes Anziehen gegen diesen Bereich. Aber, und das ist das Interessante, wir haben jetzt klare Level, auf die wir hier uns fokussieren können, wo wir sagen können, wenn wir unter diese fallen, im Falle von Silber ist es dann die 2480 auch relativ deutlich, sollten wir da drunter fallen, dann würde sich das kurzzeitig bullische Bild, was ich dort skizziert habe, eintrüben und dann wäre es an der Zeit, hier meine aktuelle Long Exposure entsprechend zu reduzieren. Also demnach war der Verlauf gestern eigentlich ein relativ interessanter. In diesem Zusammenhang wollen wir auch noch einen Blick drauf werfen, auf die jetzt aktuell doch zunehmende, wie soll ich sagen, zunehmende Rhetorik, die dort versucht, von diesem Inflationsdruck seitens der Biden-Administration in den USA abzulenken. Das ist schon äußerst interessant. Ich habe heute Morgen einen Retweet abgesetzt gehabt im Hinblick auf einen Reuters-Artikel. Auch da werfen wir einen Blick drauf. Also wir können erkennen, dass der Gegenwind für die Politik, für das politische Establishment, in dem Fall ganz besonders seitens der oder gegenüber der Biden-Administration deutlich zunimmt. Und wir dürfen gespannt sein in diesem Zusammenhang, wie sich das dann in der näheren Zukunft weiterentwickelt, auch im Hinblick auf die jetzt zunehmenden Spannungen rund um diese Impfkampagne, beziehungsweise also stockende Impfkampagne, beziehungsweise Boosterimpfung, wo auch immer wir da gerade eben tatsächlich stehen. Und ja, also in diesem Zusammenhang haben wir auf jeden Fall einiges zu beleuchten, ausgehend von den gestrigen Zahlen. Wir werden heute natürlich auch einen Blick werfen auf die anstehenden Nvidia Earnings, die heute nachbörslich veröffentlicht werden. Morgen natürlich nachbörslich einen Blick drauf. Morgen früh im Morning Meeting dann nachträglich einen Blick drauf werfen für ein entsprechendes Earnings Play. Wir können auch einen Blick werfen. Wir werden einen Blick werfen. Sicherlich auch das, was wir in Rivian zu sehen bekommen, weiterhin in Lucid zu sehen bekommen. Dieser aktuelle Elektromobilitätshype, der sich dort nicht nur von Tesla widerspiegelt, sondern jetzt auch eben bei dem jüngst an die Börse gegangenen Unternehmen Rivian bzw. Lucid gestern mit diesen sehr, sehr starken Aufschlägen nach den Earnings. Definitiv ein heißer Sektor, definitiv ein scharfer Move, der auch weiter auf der Oberseite performen sollte. Das gilt ganz besonders für Lucid, da werfen wir noch einen Blick drauf. Also, wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge für den heutigen Tag auf der Agenda. Bevor wir starten, ganz offiziell, hier der Risikohinweis, Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung mit dem Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Sind nicht für jeden Anleger geeignet. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil schaue man erstmal, wie sich sein persönliches Risikoprofil darstellt. Dann kann man den Handel testen über eine Demo, risikofrei, markets.com/de. Dort der vollständige Risikohinweis, aber auch die Möglichkeit, sich eine Demo herunterzuladen. Und wenn man dann schlussendlich für sich feststellt, dieser Handel eignet sich für mich, das ist das richtige Produkt für mein Risikoprofil. Ausgehend von diesem ist auch der Weg dann zum Live-Konto nicht allzu weit. Darüber hinaus Investlösungen, also physische Aktienhandel, ETFs und dergleichen. Ebenfalls alle Informationen auf markets.com/de. Habt ihr Fragen rund um die Märkte, nutzt gerne die Möglichkeit jetzt im Livestream hier, diese im Stream eben in der Chatbox zu stellen, beziehungsweise dann, wenn ihr euch die Aufzeichnung jetzt bei YouTube anschaut,
und auch bei Twitch anschaut, dann habt ihr die Möglichkeit, entsprechend eben unterhalb des Videos eure Fragen zu stellen. Bei Twitch ist, glaube ich, die Möglichkeit nicht gegeben. Da müssen wir das live machen, aber im Falle von YouTube unterhalb des Videos könnt ihr die Fragen stellen. Nutzt gerne die Möglichkeit, meine Webseite zu besuchen, jk-training.com/forum. Da habt ihr jeden Tag einen Trading-Chatbox, wo ich mit mir und anderen Trading-Begeistern austauschen könnt. Diskutieren können wir auch in der Discord-Community. Über Twitter könnt ihr mich auch kontaktieren, per Mail. Also diverse Wege, die da die Möglichkeit offenbaren, sich auszutauschen rund um die Märkte. Hier einmal die MarketsX-Handelsplattform. Ich mache mal ganz kurz den DAX auf. Auch zu denen oder auf diesen wollen wir natürlich einen Blick werfen. Ja, nicht so gut. Hat sich gerade ein bisschen aufgehangen. Einen Moment. Ja. Und während ich hier nochmal die Plattform aufmache, räume ich mal kurz hier im Hintergrund ein bisschen auf, beziehungsweise schaue, ob alles gut übertragen wird. Aber das sieht sehr schön aus. Also, sollte sich das hier in irgendeiner Form ändern, dann lasst mich das bitte wissen. Hier gibt es auch keine Chatbox. Doch, da ist jetzt die Chatbox. Sehr schön. Also, Blick auf den DAX. Mit dem wollen wir zunächst beginnen. Der hat genau das im Grunde genommen gemacht, was wir gestern skizziert hatten. Squeeze auf der Oberseite. Ich hatte ja schon gesagt, einsetzende Absicherungsgeschäfte, das war der meiner Einschätzung nach Hauptgrund, wo gestern erstmal initial dieser Push auf der Oberseite herkam und wir beschleunigten dann noch eben auf der Oberseite in der zweiten oder beziehungsweise in den Mittag hinein zunächst, beziehungsweise dann haben wir in den Abend. Obwohl, wir haben eigentlich eine relativ stabile Vorstellung gesehen. Das ist jetzt hier so der asiatische Handel, wo wir dann übergerollt sind, allerdings haben uns oberhalb von 16.200 Punkten halten können. Und ja, die Vorgaben sind weiter ganz klar bullisch. Wir sollten immer noch uns vor Augen führen, im Hinterkopf behalten an der Stelle, dass wir kleinen Verfall haben am Freitag. Das heißt also der Optionsverfall, der hauptsächlich hier für diese Squeeze zunächst gestern über die 16.100er Marke geführt hat oder dazu beigetragen hat. Dieser spielt auch weiterhin natürlich eine Rolle. Nächste anzuvisierende Ziele jetzt auf der Oberseite 16.300 Punkte, also in 100er Schritten. Ich will auch noch mal ganz kurz hier an der Stelle dieses Verfallstagsdiagramm in das Gedächtnis rufen. Da kann man es dann auch relativ deutlich erkennen. Also, das sind jetzt ist der Verfall gestern, oder nicht der Verfall gestern, die Zahlen von gestern zum Open Interest. Also, das heißt, die geschriebenen Calls an der Stelle zunächst einmal auf die 16.100er Marke. Deutlicher Anstieg hier zu sehen bekommen. Also, das heißt, etwas anders formuliert, da wurden deutlich Optionen geschrieben auf dieses Niveau. Das hatte sich schon gestern früh abgezeichnet gehabt. Und wir dürfen davon ausgehen, infolge der gestrigen Price Action haben die nach oben jetzt eine Absicherung erfahren. Ja, nächste halt kann man dann ausgehend hiervon ableiten. So kommt man dann im Allzeithoch-Territorium auf ein potenzielles Kursziel auf der Oberseite 16,2. Diesen Bereich, den haben wir jetzt überschritten, also auch die 16,150, diesen Bereich. Diese zwei Balken haben wesentlich meiner Einschätzung nach dazu beigetragen, dass wir uns eben Richtung und über die 16,2 eben bewegt haben. Jetzt nächster halt hier 16,250. Das ist der Bereich, in dem wir gerade handeln, beziehungsweise darüber die 16,3 entsprechend. 16,4 ganz marginal. Also eventuell ist das ein Indiz dafür, dass die Marktteilnehmer gar nicht wirklich solch einen Lauf auf dem Schirm haben, was wiederum natürlich darüber hinausgehend dann Squeeze-Potenzial nach sich ziehen könnte, welches uns realistisch bis 16,5 führen kann. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist jetzt nur als Orientierung auf der Oberseite, wieso sich das in 100er Schritten abträgt, diese potenziellen Kursziele. Man sollte sich meiner Einschätzung nach weiterhin vorsehen, hier die Short-Seite in Betracht zu ziehen. Ja, der Modus ist stark überdehnt. Das kann man hier recht deutlich sehen, wenn man sich die Stunde betrachtet, wenn man sich vor Augen führt, dass wir hier nach dem Ausbruch jetzt über die 16,1 eben 200 Punkte nochmal oben drauf gelegt haben und dass wir uns alles in allem in einem potenziellen, wenn man das mit dem RSI einfängt, Relative Strength Index an der Stelle überdehnten oder Überkaufmodus wiederfindet. Der eine oder andere kommt eventuell sogar zu dem Schluss und sagt, naja, wir haben jetzt hier auf 5-Minuten-Basis oben links kann man sehen, wir haben höhere Hochs markiert. Also heute früh sind wir mit neuen Allzeithochs aufgewartet, ja. Jetzt sind allerdings diese Hochs, und dann ziehen wir den mal so ein bisschen auseinander, diese Hochs sind hier im RSI aber nicht mehr bestätigt worden. Also man kann hier erkennen, dass sich dort eine potenzielle Divergenz herauskristallisiert. Also sprich, wir machen im Chart höhere Hochs, die werden allerdings hier eben in diesem relativen Stärkeindex dann nicht mehr abgebildet. Das könnte dazu führen, auch absolut nachvollziehbar, dass man beginnt, vorsichtiger zu werden im Hinblick auf Long-Engagement. Sprich, solch eine Divergenz, die sich hier herauskristallisiert, ist aus technischer Perspektive ein Indiz dafür, dass sich das sogenannte bullische Momentum beginnt abzuschwächen. Nichtsdestotrotz, das ist nur ein Indiz und vor dem Hintergrund eben dieses Absicherungsbedarfs beziehungsweise auch der nach oben potenziell dünnen Umsätze, parallel dazu weiter bullischen Vorgaben, die wir sehen, also das Abschütteln seitens sämtlicher kritischer
Gedanken oder eine Korrektur begünstigenden Aspekte. Das kann man rein fundamental begründen, global makroökonomisch. Man könnte sagen, Taper zum Beispiel, der seitens der Fed vorangetrieben wird, kommuniziert wurde. Das ist allerdings schon Thema Anfang des Monats gewesen, also vor 2 Wochen dürfte größtenteils eingepreist sein, als die Fed ihren Plan kommunizierte, entsprechend die Anleiheaufkäufe zu reduzieren in der Größenordnung von 15 Milliarden bis zur Mitte nächsten Jahres. Dann sollten wir hier bei Null angekommen sein in der zweiten Hälfte. Da können wir auch mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Fed Watch Tool ist da die Anlaufstelle. Da ist es so, dass wir in der zweiten Jahreshälfte seitens der Marktteilnehmer an der Stelle hier erwarten, dass die Fed eben die Zinsschraube beginnt anzuziehen, beziehungsweise den Leitzins anzuheben. So, da, wir machen mal gleich Dezember. Wir gehen mal gleich ein Jahr von jetzt in die Zukunft und dann haben wir da eine relativ gute Einschätzung. Also, ganz kurz zur Erklärung, was das ist. Wir haben hier diverse Balken, die entsprechend eben hier auf verschiedenen sogenannten auf der Target Rate sitzen. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Das ist das Leitzinsniveau, welches wir aktuell vorfinden. Deswegen ist dieser Balken hier schraffiert. Beziehungsweise das sind die Zinsniveaus, die hier dann seitens der Marktteilnehmer erwartet werden, wo wir in 12 Monaten von jetzt, also im Dezember 22 stehen. Darum, da oben. Also das ist jedes Fed-Event entsprechend hier abgetragen. Und daraus kann man dann die Wahrscheinlichkeit ablesen, wo die Fed ihren Leitzins verharren wird. So, im März zum Beispiel sieht man in dem Fall eine Wahrscheinlichkeit von 80%, dass die Fed nichts tun wird. Das wäre im März. Das ist auch nicht groß überraschend, weil dann nämlich noch die Anleiheaufkäufe laufen und normalerweise in ein QE, auch wenn die Anleiheaufkäufe schon bereits reduziert worden sind, erhöhst du nicht zwangsläufig die Zinsen. Außer die Gesamtsituation erfordert es beispielsweise infolge anziehender Inflation, dazu aber gleich mehr. Aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich gerade, dass das eben tatsächlich stattfindet. Also 8 von 10 Marktteilnehmern hier erwarten an dieser Stelle, dass die Fed eben im März 22 noch nicht an der Zinsschraube dreht. Im Juli sieht die Situation dann allerdings schon anders aus. Da sind die Anleiheaufkäufe nämlich zurückgefahren auf Null. Und dann sehen wir eben hier eine Wahrscheinlichkeit von fast 50%, dass die Fed den Leitzins mindestens um 25 Basispunkte anhebt. Tatsächlich gibt es sogar 33% der Marktteilnehmer, die hier gleich einen Extremschritt erwarten, nämlich 50 Basispunkte. Das kann man daran ablesen, dass eben hier dieser Balken 50 bis 75 und dann 75 bis 100 Basispunkte, dass diese beiden Balken zusammengenommen über 33% eben betragen. Also einer aus drei erwartet das. Jetzt fragt sich vielleicht auch der eine oder andere, kommen wir nochmal kurz zum Dezember zurück. Jetzt fragt sich der eine oder andere eventuell, wo kommen denn diese Balken überhaupt her? Also wie berechnet man sich diese? Also wo finden die ihre Datengrundlage? Wir schauen uns hier das sogenannte CME Fed Watch Tool an. Die CME, das ist der Terminmarkt in den USA, beziehungsweise jene Börse, wo einfach der Hauptteil des Volumens im Options- und Futures-Bereich getradet wird. Und was man jetzt machen kann, ist in Bezug beispielsweise auf Optionen, ganz ausgehend von den Preisen für Optionen, in dem Fall eben beispielsweise auf den Zinsmarkt oder auch auf den Equities-Bereich beispielsweise, kannst du eben entsprechend dank dieser sogenannten Griechen, also das heißt dieser Kennzahlen, die den Optionspreis wesentlich beeinflussen oder bestimmen tatsächlich, kannst du eben extrahieren, mit welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte Zinsen gezahlt werden oder erwartet werden, wo das Zinsniveau und der Preis für den Zins eben in der näheren Zukunft liegt. Die extrahieren im Grunde genommen dann entsprechend über entsprechende mathematische Vorgänge, extrahieren diese Wahrscheinlichkeit und bilden diese dann eben in dieser Form hier entsprechend ab. Neben der darüber hinausgehenden simplen Möglichkeit, beispielsweise einfach diverse Marktteilnehmer eben zu fragen, wobei diese Herangehensweise um ein Vielfaches akkurater ist, denn in diesem Fall ist es nicht nur so, dass du zu einem Analysten gehst und sagst, wie schätzt du das ein? Und der sagt dir irgendwas, abhängig davon, wie die Situation gerade aus einem Modell XYZ einschätzt, sondern hier hast du wirklich auch eine Aussage darüber, show me where the money is. Also das heißt, das sind reale Wetten mit echtem Geld, die die Marktteilnehmer eben eingegangen sind und infolgedessen sich dann nicht verstecken lässt im übertragenen Sinne, wie sie diese Wahrscheinlichkeit einschätzen. So, jetzt nochmal ganz kurz hier zurück. Also, was man hier mittlerweile deutlich erkennen kann, ist, dass man seitens der Fed-Offizier, beziehungsweise der Marktteilnehmer, viel eher gesagt, dass man eine Wahrscheinlichkeit von 50% hat. Und was ich dazu mache, ist, ich nehme alle von rechts und summiere die dann auf bis zum jeweiligen Niveau, in dem Fall 75 bis 100 Basispunkte, also 0,75 bis 1%. Innerhalb dieses Niveaus, das entspricht 3 Zinsanhebungen, 3 25-Basispunkt-Schritten seitens der Fed, dann nehme ich 5,6% plus 17,5% plus 30,4% und lande bei über 50% hier. Also das heißt, eine Zahl von größer 50%, also mehr als die Hälfte der Marktteilnehmer erwartet, dass die Fed schon hier dann im Dezember
2022 drei Zinsanhebungen auf den Weg gebracht hat. Also tatsächlich könnte man daraus schließen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eben die Anleiheaufkäufe im Juli 2022 ausgelaufen sind, kann man hier an dieser Stelle davon ausgehen, dass man seitens der Marktteilnehmer dann im September, November und Dezember jeweils 25 Basispunkt Zinsanhebungen erwartet. Und warum tut man das? Warum erwartet man das? Weil der Inflationsdruck einfach beginnt auf ein teilweise schon sehr unangenehm ist, besonders auch aus politischer Perspektive Niveau zu steigen. Wir haben gestern, wie gesagt, die Retail-Sales-Zahlen zu sehen bekommen. Eben, also das heißt, der Einzelhandel, der spielt in den USA eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Wenn die Zahlen noch stimmen, ich bin nicht ganz up-to-date geblieben, aber ich weiß, vor einigen Jahren war es zumindest so, dass der Einzelhandel in den USA ein Drittel des BIPs ausgemacht hat. Also das heißt, ein Drittel, 33% zum Bruttoinlandsprodukt der Wirtschaftsleistung, also der USA, beigetragen hat. Das spielt also eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und wir haben hier diverse Spikes gesehen. Auf der Oberseite, ich will das vielleicht mal auf die letzten 5 Jahre betrachten, da haben wir hier erstmal einen massiven Einbruch gesehen, natürlich Corona, Lockdown und Co. Und dann gab es hier massive Spikes teilweise auf der Oberseite und die resultierten aus dem Umstand, dass die US-Regierung hergegangen ist und sogenannte Stimulus-Checks, also dieses Helikoptergeld ausgegeben hat. Also sprich, die Fed hat Geld gedruckt und dieses Geld ist im Grunde genommen dann in Form eines Schecks an jeden Haushalt, der sich entsprechend qualifiziert hat, eben in den USA rausgegangen. Die ganzen Hilfsprogramme und dergleichen. Diese direkte Unterstützung hier der Einzelnen, des Einzelnen bzw. der Bevölkerung über diese Stimulus-Checks resultiert zwangsläufig aus dem Umstand, dass der Einzelhandel in den USA eine derart große Rolle spielt. Und wir haben dann entsprechend natürlich gesehen, dass hier entsprechend Spikes auf der Oberseite stattgefunden haben, die den Einzelhandel kurzzeitig angetrieben haben. Und jetzt ist das Interessante, wenn wir jetzt mal auf das letzte Jahr zurückschauen, wir sehen nach besonders zur Mitte des Jahres sich eine eintrübende Situation. Der letzte Stimulus-Impuls, so nenne ich ihn jetzt mal hier, der hat stattgefunden im März, das heißt im ersten Quartal hat er stattgefunden. Wir haben hier eine relativ durchwachsene Performance gesehen, beziehungsweise zur Mitte des Jahres auch ein deutliches Abnehmen. Also da bekam der ganze, die Entwicklung, die wir hier zu sehen bekommen haben, bekam einen stagflationären Charakter, so möchte ich das mal bezeichnen. Also Stagflation bezeichnet ja stagnierendes Wirtschaftswachstum bei zeitgleich anziehender Inflation. Und jetzt ist das Interessante in dieser Konstellation. Ich habe gestern auch, der eine oder andere erinnert sich ja vielleicht an meine Ausführungen, ich habe eigentlich kein gutes Bild für den Einzelhandel gezeichnet. Diese Zahlen, die deuten etwas anderes an. Also die zeigen ganz klar, der Einzelhandel, der zeigt eine klar bullische Tendenz. Also das sind Month-on-Month-Zahlen übrigens. Also die sind Monats auf Monatssicht gesehen. Wir können auch mal Folgendes machen. Wir können mal ganz kurz, ich gehe mal kurz hier einfach zurück. Wir können uns beispielsweise diese Zahlen auch mal Year-on-Year anschauen. Da müssen wir hier auf Consumer gehen und dann schauen wir uns die Retail-Sales Year-on-Year an. Da kann man ebenfalls sehen, die konsolidieren auf einem verhältnismäßig hohen Niveau tatsächlich, auf Jahressicht betrachtet. Und das Interessante ist eben, dass diese, guck mal ganz kurz, Consumer Expectation, Economic Conditions. Ich guck mal ganz kurz, ob der das ist, ob das das Verbrauchervertrauen einfängt. Aber ich glaube schon, Consumer Expectations, das müsste eigentlich relativ gut. Consumer Confidence, das ist ganz explizit rausgenommen. Diese Einschätzung meinerseits zu den Einzelhandelsumsätzen, das habe ich gestern zwar nicht gesagt, aber wenn du dir die diversen fundamentalen Kennzahlen anschaust, die reinkommen, besonders im Hinblick auf das Verbrauchervertrauen in den USA, dann zeigen die eben hier, auf die letzten, nehmen wir mal die letzten 25 Jahre, wir sehen hier einen richtig starken Einbruch. Also tatsächlich sind das die niedrigsten Niveaus gewesen zum Verbrauchervertrauen letzte Woche Freitag seit November 2011, also innerhalb der letzten Dekade. Und diese Entwicklung, also dieses mangelnde Verbrauchervertrauen, das ist natürlich durchaus etwas, was wir irgendwie in unserem persönlichen Umfeld eben sicherlich ausmachen können, vielleicht sogar bei uns selbst, also im Hinblick auf unser Konsumverhalten, im Hinblick eben auf unsere Erwartungshaltung für die nähere Zukunft, Unsicherheit nicht nur aus wirtschaftlicher Perspektive, auch aus gesundheitlicher Perspektive, aus familiärer Perspektive und so weiter. Und das schlägt sich entsprechend eben durch die Emotionen, die damit einhergehen, hier in diesen Umfrageergebnissen natürlich wieder im Hinblick auf das Verbrauchervertrauen. Da kannst du kein besonders positives Bild skizzieren an dieser Stelle, aber, und genau das ist der Punkt, das mag zwar sein, dass wir einen, ich sag mal, Schatten über unserem Gemütszustand schweben sehen, ja, und uns irgendwie unwohl fühlen in der Gesamtsituation, aber, also beziehungsweise in den USA und das sich in dem Verbrauchervertrauen widerspiegelt, aber Fakt scheint auf jeden Fall mal zu sein. Oh, jetzt habe ich
bisschen so weit gegangen. Fakt scheint in dem Zusammenhang auf jeden Fall zu sein, bis jetzt jedenfalls macht sich das nicht dramatisch in den Einzelhandelsumsätzen bemerkbar. Also nicht, dass die jetzt dramatische Aufschläge hier sehen, aber sie haben zumindest mal die Erwartungshaltung des Marktes deutlich übertreffen können. Gestern lagen wir Month on Month bei 1,4%, jetzt bei 1,7%. Also das bedeutet etwas anders formuliert, während du aus der verbrauchstechnischen Perspektive eben hier siehst, dass wir eigentlich eine große Skepsis im Markt haben oder beziehungsweise unter den jeweiligen Marktteilnehmern oder in der Bevölkerung, macht sich das zumindest in ihrem Konsumverhalten, spiegelt sich das noch nicht wider. Das ist aber brisant. Das ist dahingehend nämlich brisant, weil es nämlich zeigt, dass eventuell das jetzt zu verabschiedende fiskalpolitische Paket seitens der Biden-Administration in der Größenordnung von 1,75 Milliarden, Verzeihung, Billionen US-Dollar, dass dieses eventuell ganz wesentlich dazu beiträgt, dass es zu einer nochmal stärker anziehenden Inflation kommt, also nochmal zu deutlichem Preisdruck. Und das wird unterstrichen, diese Sorge durch die entsprechende Rhetorik, die seitens des Weißen Hauses gewählt wird. Oh, nee, den Kollegen wollte ich mir jetzt nicht so groß angucken, ich wollte eigentlich auf den Artikel gehen. Und zwar, als gestern schon, ich habe das gesehen, das war bei dieser Pressekonferenz seitens der des Weißen Hauses, wo diese Dame Psaki, glaube ich, heißt die, das ist so eine rothaarige Frau, die gibt da immer dann entsprechend die Ausführungen, also die steht den Journalisten Rede und Antwort, und da kam eine Frage in Richtung eben der Inflation, also genau diese hier an der Stelle, nämlich der Hinweis, die Frage, inwiefern man denn davon ausgeht oder sich so sicher ist, dass eben jetzt dieses Paket, dieses Stimulus-Paket, dieses fiskalpolitische 1,75 Billionen umfassende, dass dieses, also Build Back Better, das ist das, unter dem es eben tatsächlich läuft, dass das hier neben dem separaten, einen Billion umfassenden Infrastrukturprogramm, welches verabschiedet wird, nicht ganz wesentlich zum Inflationsdruck beiträgt. Und Psaki antwortete darauf, also die Sprecherin des Weißen Hauses, die sagte dazu, naja, also die Experten sehen diesen Druck eben tatsächlich nicht. Also Experten an der Stelle, referenzierte sie an der Stelle auf die Reuters hier entsprechend referenziert, Rating Agencies, also Moody's, Standard & Poor's und dergleichen, und verwies dann eben entsprechend darauf, dass die nicht sehen, dass diese Risiken bestehen, dass das zum Inflationsdruck beiträgt. Man kann das auch ein bisschen umformulieren. Die haben gar keine Ahnung, die wissen gar nicht, inwiefern das zum Inflationsdruck beiträgt, beziehungsweise müsste ich jetzt eine Wette abschließen, würde ich sagen, dass die sich dramatisch irren und dass der Inflationsdruck eher noch deutlich zunehmen wird infolge dieses fiskalpolitischen Stimulus, der da stattfindet, weil sich nämlich parallel dazu ebenfalls hier im Hinblick auf die Retail Sales jedenfalls, das ist nur eine Indikation, aber zumindest mal zeigt, dass die Situation nicht ganz so trüb ist, wie das Verbrauchervertrauen es an dieser Stelle eventuell suggeriert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Dieser massive Liquiditätsschwall, der potenziell auf weniger produzierte Güter durch immer noch unterbrochene Lieferketten und dergleichen stattfindet, wird weiter zum Inflationsdruck beitragen. Und diesen Ratingagenturen, ich habe es heute früh ja relativ ketzerisch hier an der Stelle in meinem Twitter-Account geschrieben, da kann man es ja hier lesen, stelle einfach die Frage, sind das eigentlich die gleichen Ratingagenturen, die hier zum Beispiel vor 10, 15 Jahren diese diversen Subprime-Deals mit AAA geratet haben, die uns dann mit einem großen Knall um die Ohren geflogen sind und die dazu beigetragen haben, dass das gesamte Finanzsystem in einen schwarzen Abgrund geschaut hat und am Rand zum Kollaps eben tatsächlich stand. Also anders formuliert, diese Experten, die da befragt werden und dergleichen, die können genauso wenig in die Zukunft gucken, wie wir das können. Das ist im Grunde genommen rate mal mit Rosenthal im Endeffekt, nichts anderes. Also das heißt, die wissen nicht, was da jetzt im Hinblick auf die Inflationserwartung stattfindet. Die würden gerne darauf einen Einfluss haben und das hätten sie auch, wenn sie beispielsweise so etwas wie digitales Zentralbankgeld verabschieden würden. Also beispielsweise das, was es derzeit noch nicht gibt, und infolgedessen ich davon ausgehe, dass das mit einer der Hauptgründe dafür ist, weswegen man jetzt einen erneuten Lockdown zum Beispiel hierzulande auf den Weg bringt, beziehungsweise über Europa hinweg, weil man eben auf diesem Weg versucht, das Konsumverhalten und somit den Inflationsdruck und die Preisspirale, dass die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes eben zu kontrollieren. Im Falle eines Zentralbankgeldes, digitalen Zentralbankgeldes, könntest du das zurationieren, ne? Also du könntest sagen, du kriegst diese Woche 500 Euro, und wenn die ausgegeben sind, sind sie ausgegeben. Musst du eben gucken, wie du klarkommst. Und
Das bedeutet etwas anders formuliert, wir haben diese Stellschraube, die gibt es eben tatsächlich noch nicht. Und wie ich das schon vor einiger Zeit auch mal sagte, sehr einfach gehalten, aber nichtsdestotrotz ist dennoch relativ gut einfangend, denke ich. Die Inflation wird nicht eben über Politiker und deren Erwartungen oder irgendwelche Experten oder Analysten von irgendwelchen Wall Street Investmenthäusern bestimmt oder von der Zentralbank eben tatsächlich über das Leitzinsniveau oder die Anleiheaufkäufe oder sonst dergleichen, sondern es ist ausgehend vom Bias der Marktteilnehmer. Und das, was wir jetzt zu sehen bekommen und die sich kontinuierlich schnell oder schneller drehende bzw. beschleunigende Inflationsspirale, resultiert aus einem einzigen Umstand, nämlich dass wir davon ausgehen, wir hier unter uns und bzw. alle Menschen da draußen auf der Straße, dass die Preise zeitnah steigen werden. Und ich als Unternehmer, jeder andere Handwerker und dergleichen, wird das entsprechend eben durch Preissteigerungen entsprechend garnieren oder gutieren und dann einfach sagen, ich schlage jetzt einfach drauf, um meinen Lebensstandard weiter halten zu können, neben dem Umstand, dass ich sowieso für die von mir zu verarbeitenden Materialien mehr Geld bezahlen muss und die Gewinnmarge konstant bleiben muss, damit ich eben den Lebensstandard meiner Familie sichern kann. Das sind ganz simple Herangehensweisen, wo allerdings an keiner Stelle irgendein Politiker oder sonst dergleichen eben tatsächlich die Hand drüber hält. Und die diversen auch, das diverse Rudern, sage ich jetzt mal, diverser Notenbanker, welches wir zu sehen bekommen. Frau Lagarde beispielsweise, aber auch diverse andere Notenbankoffiziellen, jetzt wie gesagt auch in der Politik dann, das sind keine Geldpolitiker-Zentralbanker an der Stelle, wenn die Sprecherin des Weißen Hauses einen Kommentar gibt, aber dass die Politik jetzt hier plötzlich Antworten geben muss in diesem Bereich, zeigt, dass die Presse beginnt, Journalisten beginnt, da nachzubohren und das beginnt ein Thema zu werden. Und es muss auch ein Thema werden, weil es uns alle betrifft, denn wir können es an unserem eigenen Geld Beutel spüren, dass dort eben sich kontinuierlich weiterer Inflationsdruck aufbaut. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Die Entwicklung, die wir hier zu sehen bekommen, die sollte man nicht unterschätzen, denn sie bergen das Potenzial, dass eben dann entsprechend die Inflation ansteigt und infolgedessen, also sie bergen nicht nur das Potenzial, sondern sie unterstreichen das nochmal. Und das bedeutet dann etwas anders formuliert, dass folgerichtig dann hier beispielsweise solche Spikes in den Zinsen stattfinden, wie sie gestern stattgefunden haben. Also eine deutliche Beschleunigung der Oberseite, ich gehe mal hier auf den 15-Minuten-Chart, das ist 15:30 Uhr, das hielt sich noch einigermaßen in Grenzen, aber ab 14:30 Uhr, als die Retail-Sales-Zahlen bzw. dann danach in den Folgestunden, zogen die Zinsen sehr deutlich an, an der Stelle deutlich zurück eben hier über die 1,6%-Marke, beziehungsweise ich muss mal ganz kurz hier gucken, das ist ja Zeitstempel, das ist der 15. gewesen, das war schon am vorgestern Montag, beziehungsweise hier, dann am 16. haben wir diese Tendenz noch weiter nach oben fortgeschrieben eben. Und genau das hat meiner Einschätzung nach dazu beigetragen, dass wir hier an der Stelle dann entsprechend diesen Abgabedruck in Gold oder auch beispielsweise in Silber zu sehen bekommen haben. Was aber jetzt per se noch nicht zwangsläufig bedeutet, dass sich hier zeitnah infolge anziehender Zinsen oder auch der weiter voranschreitenden Stärke im US-Dollar zum Beispiel, also bevor wir zu Gold kommen, vielleicht mal ein kurzer Blick auf den. Wir sind gestern hier, heute Nacht ganz besonders, sehr deutlich nochmal unter die 1,13 gerutscht. Wir haben uns von diesem nahezu Flash Crash so ein bisschen erholen können bis hierhin. Aber diese Entwicklung, die wir hier zu sehen bekommen, also die weitere Beschleunigung auf der Unterseite im Euro-US-Dollar, weiter zunehmende Stärke im US-Dollar auf breiter Front, ist dem Umstand geschuldet, dass man hier sich die Schlinge um den Hals der Fed mehr und mehr zuziehen sieht, denn die muss früher oder später entsprechend aktiv werden. Was ich gerade sagte, wie gesagt, der Taper ist kommuniziert worden, die Reduktion der Anleiheaufkäufe. Was du aber jetzt nicht möchtest, ist eigentlich, in dieses sowieso schon restriktivere Umfeld entsprechende Zinsanhebungen auf den Weg zu bringen und weiter die, nennen wir sie mal Lending Conditions, erschweren. Also Lending Conditions bedeutet Geld, was ich mir aktuell sehr billig leihen kann, dann entsprechend eben diese zur Verfügung stehende Liquidität durch Zinsanhebung weiter zu verknappen. Damit potenzielle auch Liquiditätsengpässe beispielsweise im Kreditsystem, kurzfristige Finanzierungen und dergleichen, Repo-Facilities und so weiter eben zu erschweren, beziehungsweise hier zu einem potenziellen Engpass da ganz wesentlich beizutragen. Deswegen kann man das dann auch sich hier widerspiegeln sehen, zum Beispiel im März Balken, in Anführungsstrichen, beim Fed Watch Tool, dass wir eben entsprechend hier eine Wahrscheinlichkeit derzeit haben von roundabout 21, 20, 21% der Marktteilnehmer, die das auch entsprechend in ihren Wetten oder in ihren Trades, in ihren Positionen am Terminmarkt eben sich widerspiegeln sehen, dass die sagen, wir haben dann zwar noch nicht den Taper vollends
beendet, beziehungsweise die Anleiheaufkäufe auf null zurückgefahren und können dann aus diesem Umstand eben entsprechend Zinsanhebungen erwarten, sondern die erwarten das bereits vorher, weil sich eben dieser Inflationsdruck kontinuierlich beginnt eben aufzubauen und früher oder später gegengesteuert werden muss, möchte ich an der Stelle eben dann potenziell auch soziale Unruhen entgegentreten, die natürlich infolge des Umstandes passieren, dass den Leuten es jetzt direkt an den Geldbeutel geht und dass sie für die Güter des täglichen Lebens immer mehr Geld bezahlen müssen. Und dieser Entwicklung, diesen Inflationsdruck, musst du eben entsprechend dann Tribut zollen an dieser Stelle durch anziehende Zinsen. Und das ist etwas, wo die Fed mich jetzt so ein bisschen in Schlingern kommt, denn das trägt zu der aktuellen Aufwertung des US-Dollars natürlich ganz wesentlich bei. Eventuell ganz besonders gegenüber dem Euro, wo sich ja schon an der Stelle ganz besonders Christine Lagarde dahingehend geäußert hat und gesagt hat, also wir werden hier Zinsanhebungen nicht auf den Weg bringen. Also dieses Tool steht derzeit nicht zur Verfügung, ist für 2022 keine Option. Diese Kommunikation hat man seitens der Fed nicht gehört. Das führt dazu, dass sich das sogenannte Zinsdifferenzial zwischen dann in dem Fall beispielsweise europäischen, Querstrich ganz besonders deutschen Schuldtiteln und den US-Schuldtiteln beginnt auszuweiten. Also es gibt einen Zinsvorteil bei Investments in den US-Dollar gegenüber dem Euro. Das heißt, wir sehen Kapitalabflüsse aus dem Euro, verschulden uns in diesem billig und investieren dieses in den höher verzinsten US-Dollar. Und das trägt ganz wesentlich zu dieser aktuellen Abwärtsbewegung bei, die dann auch, wie wir es hier zum Beispiel jetzt über Nacht gesehen haben, solche Flash-Crash-Szenarien kurzzeitig begünstigen können. Also wo wir dann einen scharfen Push unter dann auch charttechnisch relevante Level sehen. Also das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, dass wir die 1,14 unterschritten haben. Tatsächlich war das vorgestern. Also das ist schon eine riesig trendige Bewegung eigentlich im derzeit niedrig volatilen Umfeld. Und die hat jetzt potenziell extrem vielleicht gefunden, zunächst auf der Unterseite, was uns dann gleich auch zu Gold und Silber führt, wo ich dann grundsätzlich ein günstiges Bild erstmal weiterhin zeichne, trotz der gestrigen Abschläge. Nichtsdestotrotz gehe ich nicht davon aus, dass es eben früher oder später gelingt, hier diesen Abwärtstrendkanal eben zu brechen, weil der US-Dollar weiter Aufschläge sehen wird, denn der Inflationsdruck wird sich weiter aufbauen, die Politik wird weiterhin rudern und irgendwann wird eventuell die Fed den Entwicklungen an den Finanzmärkten hier Tribut zollen müssen und muss den Liquiditätshahn zudrehen, beziehungsweise stärker zudrehen, als der Markt das eventuell erwartet. Und das wiederum könnte dann ganz wesentlich nochmal eine Beschleunigung US-Dollar gegenüber ganz besonders dem Nullzins-Euro an der Stelle eben nach sich ziehen. Wäre insgesamt kein so günstiges Bild, wenn wir das jetzt für Gold eben hier dann uns anschauen. Ich hatte ja für Gold eigentlich ein bullisches Szenario gezeichnet, deswegen ist das, was jetzt hier passiert ist, alles andere als optimal. Ich mache den mal kleiner hier, so, den brauchen wir da nicht so. Ich hatte ja gesagt, potenzielles Kursziel mit Ausbruch eben aus dieser Dreiecksstruktur hier auf der Oberseite eigentlich 1920. Und da ist diese gestrige Entwicklung natürlich alles andere als positiv dann hat stattgefunden. Wir haben in dieser Konstellation einen potenziellen Fehlausbruch gesehen auf der Oberseite, der da stattgefunden hat. Und dann haben wir jetzt diese Trendlinie gebrochen, sind also in einen eigentlich neutralen Modus zurückgekehrt. Was allerdings positiv ist, ist, dass wir hier diese Ausbruchregion von letzter Woche Mittwoch bis dato noch nicht unterschritten haben und uns weiter oberhalb haben halten können. Also ich habe meinen Stop des Trades im Falle von Gold hier für die Position, die ich aufgebaut habe auf diesem Breakout, mittlerweile leicht in dem Profit nachgezogen unter die 1840. Ich muss gestehen, ich hatte hier, ich habe es ein bisschen verpasst, vielleicht so möchte ich es vielleicht sagen, vielleicht bin ich ein bisschen zu optimistisch an dieser Stelle. Deswegen bin ich jetzt auch gespannt, wie wir uns hier zeitnah weiter verhalten. Also wenn es jetzt nicht gelingt, zügig zurück über die 1870 zu laufen, dann werde ich auf jeden Fall einen Teil der Position eventuell jetzt schon bereits reduzieren und nicht hier die volle Position abgesichert auf der 840 eben stehen lassen. Aber auf jeden Fall ist es mal so, dass wir dennoch eine relativ solide Vorstellung in Gold hier derzeit zu sehen bekommen, trotz dieser sehr starken Vorstellung im US-Dollar und auch trotz der wieder über 1,6% gelaufenen 10-jährigen US-Zinsen. Also wir haben etwas anders formuliert. Hier im Grunde genommen eigentlich keine große Veränderung zu sehen bekommen. Also es gab eine leichte, ich nenne es nur Aufwärtsdrift ab Montagmorgen hier. Und wenn wir uns mal die Niveaus anschauen, wir waren leicht oberhalb von 1860 gestern früh im Morning Meeting. Ich hatte gestern eine relativ ähnliche Argumentation an den Tag gelegt. Wir handeln leicht unterhalb dieser Niveaus, dennoch weiterhin oberhalb dieser für mich die Aufwärtsstruktur intakt haltenden Region um 1840. Und zeitgleich ist der Euro zum US-Dollar eben schon jetzt in Richtung und unter zeitweise jedenfalls die 1,13 gerutscht. Und demnach, also Euro zum US-Dollar und der US-Dollar eben an dieser Stelle hat mehr und mehr, zumindest kurzfristig mal, Bounce-Potenzial. Also das heißt, eine Gegenbewegung scheint hier durchaus im Bereich des Möglichen. Infolge einer solchen US-Dollar-Schwäche wäre dann an der Stelle für Gold beispielsweise zu erwarten.
dass wir einen schärferen Run auf der Oberseite zu sehen nochmal bekommen und infolgedessen, wie gesagt, die 870 anlaufen. Das ist eben das, worauf ich jetzt noch warten will, wo ich mir sage, das ist ein Trade, den ich eigentlich kurzfristig aus momentumtechnischer Perspektive hauptsächlich aufgesetzt habe, aber wo sich die Situation gerade dahingehend verändert, dass ich eben weitere Informationen brauche, um jetzt hier nicht einen Fehler zu machen, dahingehend, dass ich eben aus einem sehr günstig, sich vielleicht auch noch zeitnah zu erwarten, günstig entwickelnden Trade, eben hier mir unnötig Wasser abgrabe an dieser Stelle. Und dann eventuell sage ich, beiß jetzt hier mal auf die Zähne und schaue einfach mal, ob wir die 840 halten können, beziehungsweise zügig über die 870 eben zurücklaufen können. Möchte mir derzeit aber noch nicht eben, wie gesagt, zu viel Wasser abgraben oder über Teilgewinnmitnahmen eben tatsächlich hier dann die Position zumindest mal aggressiv reduzieren. Und also, lange Rede, kurzer Sinn. Was wir jetzt sehen wollen, ist eben, wie reagiert Gold auf einen früher oder später wahrscheinlich sich abzeichnenden Bounce in US-Dollar, sofern überhaupt stattfindet. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Und ja, dann in dieser Konstellation, wie gesagt, könnte es sein, dass wir relativ zügig wieder in Richtung dieser Hochs laufen. 8,70 ist so ein bisschen die Line in the Sand, 8,66 vielleicht. Ganz kurzfristig, wenn wir uns das Bild hier mal betrachten, sehen wir, wir fangen an nach diesen gestrigen Abschlägen, post eben 14:30 Uhr und dann auch diesen Bruch, der sich beschleunigt hat auf der Unterseite hier. Fangen wir an, jetzt eine Bodenbildung zu vollziehen. Also man sieht hier, wir sind gegen die 8,50 ungefähr, haben wir einen Boden gebildet. Gegenbewegung heute Nacht, getragen durch den US-Dollar Flush-Out, der dann allerdings auch so ein bisschen Risikoaversion nach sich zieht, wenn solch eine aggressive Volatilität über Nacht stattfindet. Diese Niveaus konnten wir halten und sind jetzt eben auf höhere Tageshochs rausgebrochen, also 8,56. Sollten wir jetzt nochmal kurz einknicken, diesen Bereich um 8,56 hier anlaufen, könnte man sich überlegen, den Long zu handeln mit einem engen Stop 8,52, allerspätestens die gestrigen Tagestiefs 8,49. Das ist dann ein Risiko von 4 bis 7 US-Dollar pro Feinunze ungehebelt. Und das Ziel bei der ganzen Angelegenheit wäre zunächst einmal einen Lauf zurückzusehen zu bekommen in Richtung hier der 8,67 bzw. 8,70 rund gesprochen, vielleicht sogar höher. Wobei abzuwarten bliebe, ob solch ein Lauf sich dann zügig eben abzeichnet. Wie gesagt, der Fokus sollte da so ein bisschen die ganze Zeit auf eben dem US-Dollar-Verlauf sich wiederfinden oder im US-Dollar-Verlauf sich wiederfinden. Silber, auch hier bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Eigentlich muss ich die Position geben an dieser Stelle. Also das heißt, durch den Bruch jetzt hier muss ich mindestens Teil eigentlich der Position muss ich hier reduzieren. Was ich an der Stelle aber jetzt dennoch abwarten möchte, ist, ob wir die 25 halten können. Also wir handeln hier in einem engen Bereich um die 25. Wenn es gelingt hier gegen die 24, 97, 95, also diesen Bereich, eben nicht die gleiche Konstellation wie in Gold, nochmal anzutippen und dann wieder aufzudrehen und neue Tageshochs zu markieren, dann würde ich erstmal von einer Teilgewinnmitnahme absehen. Sollten wir unter die 25 droppen, würde ich einen Teil rausnehmen, den Rest der Position hier unterhalb dieser Tiefs, also in dem Fall unterhalb der Breakout-Region, eben erstmal verweilen lassen. Weil ich den Trade früher eingegangen bin, kann ich mir das an der Stelle leisten. Also sprich, ich bin ja den Trade hier eingegangen gegen diesen Rücksetzer, gegen die 24,20 war es, 24,22 an dieser Stelle. Das heißt also, der Trade ist dann relativ komfortabel im Gewinn, wobei ich, wie gesagt, hier Teil 20, 25% eventuell der Position jetzt auch durchaus mitnehmen sollte. Spätestens dann, wenn wir es hier zwar zum kurzen Flash zu sehen kommen, unter die 25, die aber nicht zurückerobern können. Das würde dann dazu führen, dass ich eben in dem Bereich schon Teil der Position liquidieren würde, den Rest der Position stopptechnisch auf der 24,50 eben halten würde. Ja, das also zu Silber an dieser Stelle. Kurz überlegen, Euro, US-Dollar, DAX, Gold, Silber. Ja, kommen wir zu den Einzeltiteln. Werfen wir zunächst einmal einen Blick auf Lucid, beziehungsweise, ich mache den mal kurz hier auf den Chart. Also da gab es gestern ein unglaublich interessantes Play, welches man relativ häufig auf Earnings sieht. Und da habe ich auch entsprechend schon ein Playbook erstellt. Also sprich, dazu werde ich auch zeitnah ein Tutorial dann einstellen. Und zwar ist die Herangehensweise jene, wenn du einigermaßen solide Earnings bekommst, wie gesagt, sehr großzügig, aber das ist bei Wachstumstiteln eben, da müssen wir genauso ein bisschen die Frage. Also alles in allem waren die Earnings jetzt nicht so stark, die uns Lucid hier präsentiert hatte, schon am Montag nachbörslich, ne? Ja, gestern war Dienstag. Montag nachbörslich. Das war jetzt schon als solches nicht so wirklich stark, aber was eben stark war, war die Wachstumsaussicht. Und das hat sich auch widergespiegelt entsprechend, nicht nur in der
initialen Reaktion, sondern auch in dem, was dann in der Vorbörse von gestern früh stattgefunden hat in Lucid. Also das waren unglaublich hohe Umsätze. Wir haben da über 10 Millionen Stücke umgehen sehen in der Vorbörse. Das hat natürlich hier ab 14 Uhr nochmal ganz deutlich zugenommen. Aber wir haben auch gesehen, dass wir kontinuierlich uns in Richtung eben hier dieser nachbörslichen Hochs gehangelt haben und dann auch ab 14:20 Uhr ungefähr über diese gebrochen sind. Und das hat ganz klar den Schluss zugelassen, unabhängig davon, was jetzt der Sales Revenue beispielsweise oder auch der Earnings per Share hier zeigt. Was eben wir sehen, ist die Spekulation auf einen starken Wachstumspfad in 2022, die da seitens des Marktes gesehen wird. Und daraus kannst du dann schließen, dass der Markt offensichtlich die Earnings an der Stelle stark interpretiert. Und auf solche starken Earnings, die allerdings dann dennoch so ein bisschen Second Guesses zulassen, also das heißt, dann mal so ein bisschen so nachhaken, ist es dann allerdings so, dass du sagen kannst: Naja, vielleicht sehen wir aber trotzdem zur Eröffnung dennoch so einen genannten, das bezeichnet man als Rug Pull, also oder so ein Flushout. Ich schreibe häufiger von Flushout, allerdings Rug Pull an der Stelle ist einfach, dass nochmal ein starker Verkaufsdruck zur Eröffnung eben stattfindet. Und dann kann man daraus schließen, dass man sagt: Wenn solch ein Rug-Pull stattfindet, das wird es interessant. Du kannst recht sauber technische Level identifizieren. Und man kennt das ja eventuell. Ich habe in den Tutorials ein S1, ein S2, ein S3, also an die Pivotpunkte zum Beispiel lehnt, aber das sind dann Unterstützungsniveaus Intraday für den jeweiligen Handelstag. Und man kann dann sagen, wenn wir eine ATR-Rug-Pull zu sehen bekommen, also das heißt so ein Flush-Out von einer ATR, die beträgt bei Lucid ungefähr 3 Dollar, und wir laufen dann in Richtung des S2, also des zweiten Unterstützungsniveaus, welches man hier vorbörslich identifizieren kann, dann sollte man sich das Verhalten gegen dieses Level ganz genau mal betrachten. Denn es könnte sein, dass sich hier, besonders wenn die Earnings stark interpretiert werden seitens des Marktes, dass man hier Chance-Risiko-Verhältnis technisch sehr attraktives Niveau findet, gegen das man sich long positionieren kann, sofern dieser Bereich gehalten werden kann. Denn das Ziel ist dann die sogenannte Inflection, mit der ich häufiger auch arbeite. Und die Inflection, die lag gestern im Bereich um 50 Dollar. Tatsächlich. Also ich hatte gestern in der Discord-Community, das hat dann eine Anpassung stattgefunden. Ich habe dann im Nachgang festgestellt, dass ich das nicht mehr angepasst hatte in der Discord-Community. Also das war dann in meinem Trading, hat das sich zwar wiedergespiegelt, aber wie gesagt, in der Discord-Community habe ich nicht die Zeit dazu gefunden, das nochmal anzupassen. Da hatte ich nämlich die Inflection 46, die resultiert aus dem Umstand hier, dass ich da in dem Bereich, in diesem Bereich hier gesehen hatte, beziehungsweise da, wo wir dann die Initialzündung eben gesehen haben, etc. pp. Auf jeden Fall, wir sehen diesen Flushout, diesen Rug-Pull, nicht in einem Zug sofort, aber hier an dieser Stelle einen kurzen Flushout unter dieses Niveau, unter diesen S2. Und dann haben wir eben gesehen hier, das fällt gar nicht so richtig auf, aber wenn man zu dem Zeitpunkt das Tape beobachtet hat, dann konnte man hier sehen, wie wir danach die 47 haben halten können. Und das Schöne bei diesem Trade, schön in Anführungsstrichen, war, wir haben ein klares Level, nicht nur gegen welches wir jetzt hier Long Trade eingehen, sondern wir haben auch ein klares Level, gegen das wir uns Long positionieren wollen. Also hier die 46,50er Region, das ist an dieser Stelle. Wir sehen also, diesen Bereich, die 47 kann gehalten werden. Ich war alles in allem, ich will das mal ganz kurz hier zeigen vielleicht. Ich war alles in allem nicht so positiv für Lucid, nach dem, was wir gesehen haben. WMT hier, Lucid auch eher durchwachsen. Also das war hier, da haben wir noch, wann war der Tweet? 15:54. Also wir haben den Flushout haben wir hier gesehen. Das war, ja, in diesem Bereich, ne? Kommt das ungefähr hin? Ach stimmt, das ist ein 5-Minuten-Chart. Ich sehe das gerade. Ne, das ist ein 1-Minuten-Chart. Warte mal ganz kurz groß. 47. Ja, okay. Sehr gut. Okay, also das war ziemlich genau zu diesem Zeitpunkt, als ich das hier abgesetzt hatte. Durchwachsen, weil wir haben eben nicht es schaffen können, die 50 halten zu können an der Stelle. Jetzt ist es allerdings dann so gewesen, Handel unter Rebob, willst du gegen diesen Bereich dich wirklich long positionieren? Ich habe dann, wie gesagt, hier in dieser Region habe ich allerdings festgestellt, nachdem ich diesen Post abgesetzt hatte, habe ich relativ schnell festgestellt, eigentlich, besonders wenn man das in Relation zur ATR sieht, ist das eigentlich ein Bereich, gegen den man es durchaus mal probieren kann. Auch nachdem wir halt gesehen haben, dass es diesen Flushout unter die 47 gab und du hast dann aber relativ zügig wieder Käufer in den Markt kommen sehen in diesen Gefilden hier. Also es ist ein Zeitfenster von maximal 5 Minuten von dem Post hier in der Discord-Community und dem, was ich dann da beobachtet habe. Und das Interessante war jetzt, wie gesagt, du konntest gegen die 47 dich hier long positionieren mit einem Stop unterhalb dieser Tiefs. Also du weißt, wenn wir jetzt neue Tagestiefs markieren, dann ist der Trade sowieso kaputt. Also dann will ich ja auch nicht mehr long sein, dann ist auch dieser S2 gebrochen. Aber das Interessante war, wir haben eben die 47 halten können hier. Und jetzt ist das Interessante, da kommt nicht mehr das CAV zum Spiel, zum Tragen.
wir haben an dieser Stelle eben die Inflection um 50. Das heißt, wenn ich von der 47 hier 3 Dollar Chance sehe, bei 50 Cent Risiko auf der Unterseite, habe ich schon einen CRV von 6 zu 1, was mir durchaus interessant anmutet. Und es ist dann, hat nicht geklappt, hier den WeWop zurückzuerobern, aber wir haben relativ zügig, haben wir 1 Dollar an, also fast 1,50 Dollar an Profit eben gesehen, der uns dazu geführt hat oder dazu beigetragen hat, dass wir den Stop zumindest mal haben auf Break-Even nachziehen können. Also das Risiko hatten wir an der Stelle verdient gehabt, weil die 47 sehr deutlich gehalten hatte. Und dann gelang es eben hier ab, ja, das war so eine Stunde nach Marktöffnung, nach Wall Street Open, 16.30 Uhr, haben wir den WeWop zurückerobert und dann waren wir off the races. Also wir haben nicht nur dann relativ zügig hier den Bereich angelaufen um die Inflection um 50, sondern wir haben darüber eben hinaus auch massiv Momentum aufgenommen. Und also qualifiziert sich potenziell für ein sogenanntes Second-Day Play alleine deswegen. Wir sind jetzt in der Vorbörse schon über 60 gelaufen. Das ist ein derzeit unfassbar heißer Markt. Also nicht nur Lucid alleine ist unglaublich heiß, sondern auch Rivian beispielsweise. Ich hatte gestern, ich guck mal kurz, wo haben wir es? Hier. Wir haben gestern zum Beispiel gesehen, dass Lucid durch seinen gestrigen Kursanstieg eine Marktkapitalisierung von über 85 Milliarden, 91 Milliarden, glaube ich, US-Dollar erreicht hat und damit eben Ford und auch General Motors übertroffen hat. Rivian hat gestern hier Volkswagen übertreffen können an dieser Stelle. Ist zum drittwertvollsten, ausgehend von der Marktkapitalisierung, Autobauer der Welt aufgestiegen. Nach Tesla und Toyota an der Stelle. Volkswagen, wie gesagt, überholt an der Stelle. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, okay, das ist so ein bisschen Zahlenspielerei oder welche Informationen hat das für uns als Trader? Es hat eine unglaublich wertvolle Information, denn das ist ein heißer Sektor. Also das heißt, wenn du aktuell Plays suchst oder einen Sektor, in dem sich sehr attraktive Setups ergeben, auch CRV-technisch, auch sehr, sehr saubere Intraday-Strukturen, stark trendige Märkte, dann wirst du in diesem Bereich aktuell definitiv fündig. Also Rivian, R-I-V-N, beziehungsweise Lucid, L-C-I-D ist es an der Stelle. Das sind definitiv Plays, die jetzt im derzeitigen Umfeld unglaublich interessant sind, ausgehend wovon sich dann unglaublich interessante Plays eben formulieren lassen. Gestern sehr, sehr starker Tagesschluss eben hier im Bereich um 56. Wir eröffnen jetzt schon bereits wieder mit einem potenziellen Gap-Up, also oberhalb dieser Hochs. Mal schauen, ob wir diese Region hier um 62 jetzt nochmal anlaufen. Also Fakt ist auf jeden Fall, solange wir oberhalb von 59 ist es, oberhalb uns von 59 halten können bis zur Markteröffnung, ist das ein unglaublich starkes Umfeld, in dem sich Lucid bewegt und wir sollten davon ausgehen, dass sich diese Aufwärtsbewegung weiter fortsetzt. Ziel, Allzeithoch. Das ist, das ist damals noch CCIV gewesen, das ist dieses SPAC gewesen, Churchill Capital, die ja dann diese Hülle zur Verfügung gestellt haben, unter welcher dann eben Lucid eine Partnerschaft eingegangen ist, beziehungsweise dieses Unternehmen von CCIV übernommen wurde und das dann an die Börse geführt worden ist. Daher kommt noch dieses Übertreibungshoch, das ist aber eine gute psychologische Orientierung auf der Oberseite. Also Potenzial bis 65, eventuell sogar höher. Massives Short-Squeeze-Potenzial hat die Aktie definitiv und sollten wir definitiv auch weiterhin hier im Mittelpunkt unseres Geschehens eben haben. Wie gesagt, potenzielles Second-Day-Play, solange wir uns ganz besonders auch oberhalb der, dieser Niveaus eben von gestern, der nachbörslichen Hochs hier in diesem Bereich eben halten können. Das ist die 59er-Region. Ich werde dazu gleich auch noch zwei, drei Gedanken, wie gesagt, in der Discord-Community verfassen. Also da habt ihr dann auch entsprechend die Möglichkeit, eben euch das nochmal genauer in Farbe anzuschauen, in Anführungsstrichen mit entsprechenden Kursniveaus und dergleichen. Also 59, wenn die gehalten werden kann, Strong Opening Drive über die 60, halten von der 60, Ziel 62, 65, potenziell vielleicht sogar höher. Also wie stark das Aufwärtspotenzial hier ist, das haben wir gestern alleine gesehen, nachdem die 47 Grad gehalten werden können. Wir können es hier sehen, von der 46, 50, 47 sind wir im Hoch 9 Dollar gelaufen. Das ist für eine 45, 46 da zu diesem Zeitpunkt US-Dollar-Aktie. Ist das eine ziemlich, ziemlich große Bewegung, würde ich jetzt mal behaupten. So, also das zu Lucid. Wir wollen nochmal auch einen Blick werfen, einmal auf Nvidia. Ich muss mal kurz gucken. NVDA habe ich noch nicht drin, habe ich jetzt drin. So, einen kurzen Augenblick. Ich mache mal kurz den Link. Geopolitische Risiken habe ich gerade hier gelesen. Ich glaube, dass die vollständig eingepreist sind. Beziehungsweise, dass die keine so große Gefahr darstellen. Also für uns als Gesellschaft sicherlich schon. Aber ich glaube, in Bezug auf, hoppala, habe ich das jetzt nicht gut. Einen Moment, ich habe den Link nicht kopiert.
Aber ich glaube nicht, dass das zumindest zeitnah Auswirkungen haben sollte auf den DAX insgesamt. Ich glaube, da ist die Manipulation, die derzeit stattfindet im Markt, einfach zu groß. Deswegen glaube ich, dass die derzeit keine Rolle spielen. Also beziehungsweise, dass wir anders als wir es vielleicht erwarten würden, was unser Gefühl uns sagen würde, dass wir in dem Zusammenhang hier erkennen sollten, dass offensichtlich der Markt unglaublich resilient ist, also sehr widerstandsfähig einfach ist, in Bezug auf diese Risiken, die eigentlich Abschläge begünstigen sollten und diese komplett ignoriert. Also ich hätte das eigentlich schon auf den Taper erwartet. Eigentlich auch, wenn es nicht der Taper ist, gehen wir mal ganz kurz auf den S&P 500. Wenn es nicht der Taper ist, dann erwarte ich ehrlich gesagt auf diese Ankündigung dieser Infrastructure Bill durch die Biden Administration, erwarte ich dann, dass vielleicht diese Bewegung hier, dieser Run ab Mitte Oktober ungefähr, der uns auf neue Hochs hier geführt hat, neue Allzeithochs geführt hat, dass das ein Einpreisen dieser Infrastructure Bill ist und dass dann auf das Verkünden so ein Buy the Rumor, Sell the News Event stattfindet. Auch das kurzes Einknicken, also wirklich marginal, hier auf der Stunde da oben, kann man sehen, kurzer Knick mal, das sieht dramatischer aus, als es ist. Also es ist eine Größenordnung von etwa 2,5% vielleicht. Und wir sind jetzt schon wieder in Richtung der Hochs, haben uns aufgemacht. Und das zeigt einfach, dass der Markt diese Sorgen in der Lage ist, komplett abzuschütteln, beziehungsweise, dass man seitens der Marktteilnehmer offensichtlich zu dem Schluss kommt, dass man sagt, also erstens, Inflation steigt. Das heißt also, Sparguthaben an der Stelle sind jetzt noch unattraktiver, als sie sowieso schon in der Vergangenheit waren. Das heißt also etwas anders formuliert, ich investiere jetzt in Reale, in Sachwerte. Auch Aktien sind Sachwerte, das sind Anteile an Unternehmen, Unternehmen, die in jeweiligen Bereichen tätig eben von anziehender Inflation profitieren, zumindest kurzfristig mindestens, nämlich dadurch, dass sie entsprechend eben die Preise für ihre Dienstleistungen nach oben anpassen und somit die Gewinnmargen stabilisieren, somit man als Aktionär von dieser anziehenden Inflation kurzfristig profitiert. Wie gesagt, wenn die Produkte natürlich so teuer werden, dass du im Endeffekt die nicht mehr abgestoßen bekommst oder verkauft bekommst, das ist natürlich etwas anderes. Aber grundsätzlich ist das ein für Aktien weiter auch befeuerndes Umfeld und das ist eben etwas auch in Kombination, auch mit dem Willen, glaube ich, des Establishments, des politischen Establishments an dieser Stelle, zumindest die Situation an den Finanzmärkten stabil zu halten, um nicht auch hier noch ein nicht nur Vertrauensverlust vielleicht, sondern einen Wohlstandsverlust hinnehmen zu müssen, der sich dann auch in entsprechenden sozialen Spannungen, gesellschaftlichen Spannungen widerspiegelt. Alles das in Kombination sorgt dafür, dass das zwar potenzielle Treiber unter in Anführungsstrichen normalen Umständen wären, die in der Lage wären, eine schärfere Korrektur zu begünstigen, aber im derzeitigen Umfeld eben in Anführungsstrichen hinten runterfallen. Ja, also das zum Korrekturrisiko. Zahlen von Nvidia. Nvidia hat ja einen weiterhin monströsen Lauf zu sehen bekommen. Leider, möchte ich fast sagen. Ich hatte ja ein insgesamt sehr, sehr bullisches Bild für Nvidia eigentlich skizziert, aber das Problem war, dass ich hier an dieser Stelle bei diesem Rücksetzer gegen die 200er-Region, beziehungsweise dem Eintauchen oder dem Rutsch unter die 200er-Marke, ehrlich gesagt, so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass wir in Gefilde um 180 laufen. Wir waren auch schon CRV-technisch eigentlich hier in diesen Gefilden, also um 220, 226 Dollar. Die Aktie Anfang September waren wir schon relativ hochgepreist eigentlich und hatten schon sehr, sehr viel an potenziellem Kurs, Wachstum oder Wachstumspotenzial für die Aktie meiner Einschätzung nach schon eingepreist gehabt. Umso überraschender dann dieser aberwitzige Lauf, der dann hier stattgefunden hat, dieser jetzt parabolische Kursanstieg, die massive Beschleunigung, die wir zu sehen bekommen haben. Es ist allerdings in Bezug auf die jetzt anstehenden Earnings dahingehend brisant, möchte ich mal sagen, weil vieles von positiven Earnings, die erwartet werden sollten, seitens Nvidia, na, bis mal herkommen, so dürfte größtenteils eingepreist sein. Das bedeutet, die Gefahr, dass es da jetzt zu einem Push auf der Unterseite kommt, ist definitiv gegeben. Also sprich, etwas anders formuliert, die Inflection ist ja wahrscheinlich so der Bereich um 2,90 Pi mal Daumen. Unterhalb derer vielleicht dann auch hier so ein Gap Close denkbar würde, den wir hier zu sehen bekommen haben am 4. November. Ich müsste jetzt genau schauen, aber ich glaube vor 2 Wochen, das war dann die Ankündigung, nochmal die Beschleunigung auf der Oberseite, die hier stattgefunden hat, dass Nvidia
durch die Entwicklung rund um Metaverse seitens Facebook und dergleichen, wohl hier in diesem Bereich auch ein sehr, sehr starkes, ein sehr, sehr starkes Standing haben dürfte. Auch das hat ja dazu beigetragen, dass zum Beispiel AMD als der Hersteller der zugrunde liegenden Prozessoren dann für dieses Metaverse Facebook, aber auch bei Microsoft zum Beispiel, eben beginnt, eine durchaus, also für diese virtuelle Welt, die sich dort jetzt offenbart, dann eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und ich glaube, da ist aktuell sehr, sehr viel Spekulation diesbezüglich drin, die mit zu diesem Kursanstieg beigetragen hat. Wir konsolidieren jetzt auf verhältnismäßig hohem Niveau hier mit Sicherheit. Wie gesagt, Inflection dürfte um 92 roundabout liegen. Wenn wir unter diese rutschen, könnten wir ein tieferes Eintauchen vielleicht bis 270, 275 zu sehen bekommen. Muss dann allerdings auch wieder sagen, kann mir relativ zügig vorstellen, dass es dann auf diesen Dip auch recht zügig wieder Käufer gibt. Also Traumszenario wäre mit Sicherheit, dass es einen Bruch dieser Trendlinie gäbe. Also ich formuliere es mal etwas anders. Ich zeichne das mal kurz ein. Also das könnte dann so ein Flash geben. Bounce gegen diesen Bereich, dann machen wir ein tieferes Hoch hier und würden dann einen tieferen Bruch zu sehen bekommen, der uns in Richtung nochmal der 220, 230er Region vielleicht führt. Und dann das mittelfristig ein ganz interessanter Bereich ist, gegen den man sich nochmal long positionieren könnte, in Erwartung, dass es von dort auf neue Allzeithochs geht. Das Problem, in Anführungsstrichen, ist jetzt natürlich in dieser Konstellation, wir haben ein insgesamt sehr, sehr günstiges Umfeld, wie ich es gerade schon skizziert habe, bei aller Skepsis, die angemessen ist. Und solch ein Verlauf oder solch ein Drop und Bruch dieser sehr steilen Trendlinie, die hier stattgefunden hat, ist zwar einerseits eine Option, aber ob wir dann hier wirklich einen Rücksetzer auf die ehemaligen Hochs um 227 zu sehen bekommen, 226, 22er Region, um es rund zu sprechen, darf legitim bezweifelt werden. Also es ist eine Option, aber eine eher unwahrscheinliche Option an der Stelle, auf die ich mich nicht verlassen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass wir schon bei einem Flashout hier auf eben diese Trendlinie 275, 280, 2, ja, so die bereits 275, 280 wieder Käufer in den Markt kommen sehen, gegen welche oder gegen diesen Bereich wir dann wieder aufdrehen und in Richtung dann Jahresschluss wir uns in Richtung 320 und höher bewegen, also neue Allzeithochs dann in Nvidia markieren. Ja, das also zu Nvidia erstmal so als erstes Szenario, natürlich ganz grob skizziert. Wie gesagt, wir werden heute die Earnings einfach abwarten, die heute anstehen, nachbörslich, vorbörslich. Ich will mal ganz kurz nochmal drauf gehen hier. Hier einmal. Vorbörslich haben wir Target. Target habe ich einige sehr, sehr interessante Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Earnings Plays, Second Day Plays und dergleichen. Also eine interessante Aktie an dieser Stelle. Fischt in einem ähnlich bis gleichen Segment wie Walmart. Walmart hat gestern auf sehr starke Earnings tatsächlich, auch das hatte ich hier in der Discord-Community zum Thema gemacht. Da hatte wirklich echt wirklich starke Zahlen vorgelegt gehabt, aber darauf gar nicht bullisch reagiert, interessanterweise. Da bin ich mal gespannt, wie Target sich präsentiert. Allerdings, das würde ich, ja, beziehungsweise da könnte ich mir vorstellen, könnte man vielleicht auch dann eine Idee vielleicht auch formulieren, was passierte, wenn jetzt zum Beispiel Target die Vorschusslorbeeren in Anführungsstrichen nicht in der Lage ist, hier entsprechend zu erfüllen. Oder starken Wachstumsaussichten eventuell sich nicht hier bestätigen, sondern sich kurzfristig eben Schwäche abzeichnet. Walmart hat gestern auf starke Zahlen einen recht schwachen Verlauf gesehen. Also kam für mich auch überraschend. Ich hatte eigentlich ein bullisches Bild skizziert und dann war der Hauptfokus tatsächlich auf Lucid, weil sich hier keineswegs in irgendeiner Form Walmart als stark herauskristallisiert hat. Wie gesagt, mal schauen, wie sich da heute da der Earnings Release von Target auswirkt. Wenn die schwach sind, die Zahlen, und wir haben gestern schon auf starke Zahlen von Walmart eben entsprechend Schwäche gesehen, könnte man auch schwache Zahlen erst recht Schwäche erwarten. Dann in dem Fall bei Target. Das ist durchaus etwas, das sollte man auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, schauen wir einfach mal, wenn sich da was ergibt, ob die Aktie überhaupt heiß wird und dergleichen. Wie gesagt, ich werde es in der Discord-Community, werde ich es zum Thema machen, auf jeden Fall. Und ja, mehr wäre es das tatsächlich meinerseits soweit erstmal für heute gewesen. Dann hoffe ich, dass ihr habt was für ein Trading mitnehmen können. Wir schauen, wie gesagt, wie sich Lucid heute für ein Second Day Play anbietet, vielleicht Target. Wir werden natürlich Gold, Silber weiter beobachten. Wir werden morgen einen Blick drauf werfen, dann auch Post der Earnings, die wir in Nvidia zu sehen bekommen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Ich wünsche euch erstmal Happy Trading. Passt auf eure Stops auf und wir hören dann wieder voneinander morgen 10:30 Uhr zum Morning Meeting hier gemeinsam mit Markets. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.